Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands im Roleplay zusammen mit Reaper. Hallo. Nabo. Hi. Und Wanda. Hallo. Ja. Und jetzt suchen die schon wieder nach uns. Ja. Was Schnauze. Auto. Den Außenschalten. Es kommen denn da direkt gleich zwei Züge, Mann. Oder schießt einer durch den Zug? Nehmen wir mit hier. So viel zum Thema Überraschung. Granate fliegt, nehmt das. Naja, wir sollen uns hier nur mit Bowman treffen. Ich müsste da oben irgendwie auf dem Berg sein. Wo seid ihr? Ich glaube, der ist über hinter dem Weg Richtung Baum. Zumindest hoffe ich das. Nein, das wart ihr doch nicht. Hier in diesen. Nee. Ich schau mal. Was ist denn hier in der Lagerhalle? Oh, hier ist ein Medizin-VW. Mein BD ist auch gerade geradeaus. Aber die genaue Position ist noch nicht markiert. Wahrscheinlich das Backsteinhaus da vorne. Falls ihr Munition sehen, könnte ich welche gebrauchen. Ich habe nicht aufmunitioniert. Hier gibt's keine Munition. Na gut. Ich habe noch nichts gesehen. Ne. Ach, sie ist hier irgendwie am Berg. Zweites Ziel da drüben. Berg? Hat sie sich denn versteckt? Vielleicht ist sie auch schon über dem Berg. Buschkriegerin. Wartet mal. Ich hätte jetzt fast böse Worte gesagt. Also, ach, hier, ach so, das, oder? Hä? Ist das das Haus? Das letzte hier an der Straße, wo ich stehe. Ach so. Weil hier kann man. Ei. Jo. Hä? Ein Ziel macht 10. Wo seid ihr denn? Alle drin? Ja. Jetzt ja. Warum sind wir hier? El Cardenal hält eine Predigt, um die Öffentlichkeit wegen des Kinderhandels zu beruhigen. Aber wir haben die Mittel, das Kartell zu diskreditieren. Zeigen Sie der Versammlung dieses Video, dann gibt es Chaos. Dann schnappen Sie Cardenal und nehmen ihn mit. Verstanden. Sehen uns da. Jetzt weiß ich auch, warum wir hier sind, auf mit der Bühne. Der Videobeweis, dass das Kartell Kinder schmuggelt. Wir senden das Zeug, wenn El Cardenal seine Rede hält. Shit. Wird aber nicht auf der Bühne gemacht. Nee, ich glaube, das ist dahin. Entweder er kommt mit, oder er wird aufgeknüpft. Ach, bei der Kirche da hinten, wo wir schon mal waren. Ja, die Kirche, da ist das. Ja, da waren wir, glaube ich, auch schon mal. Einmal durchs Tal. Ja. Letztes Mal sind wir da auch hingewandert. Ja, das wird ein bisschen dauern. Ein bisschen Sport muss sein. Was ist denn mit los mit euch? Ja, wir sind fit heute. Gute Vorsätze? Ja, ich muss abnehmen. Welche Frau willst du denn jetzt beeindrucken? Ach, wir haben da so einige, die im Gefängnis sitzen noch. Wir haben ja eh keine Möglichkeit auszuweichen. Still und heimlich denkt er immer noch an Twitch und glaubt, er hätte aber hier eine Chance. Weil wenn man mal abnimmt, dann haben die Frauen doch eine Chance, ihm auszuweichen. Dann rutscht er nämlich durch den Gullideckel. Das war jetzt auch richtig böse. Gar nicht falsch. Du kennst mich. Ach Gott, ich sollte mehr Sport treiben. Gute Idee. Ich hab mein Cardio-Training gemacht. Markierenhauptmann. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Aus dem Auto, Amigo, sofort. Da schummelt einer. Nimm mich mit. Immer diese faulen Scharfschützen. Ja, das sind diese faulen Scharfschützen. Die legen eh nur den ganzen Tag rum. Und dann denken sie, sie machen den wichtigsten Job. Und fahren kann er auch, ne? Der hat uns geschnitten, ja? Ja, als ob. Falsch abgebogen. Was nicht, was du meinst. Oh, diese Ruhe, diese Stille, die wir hier genießen. Stopp! Wie nur die
Grillen, Zirpen. Wir gehen von hinten an die Kirche ran. Heißt zwar ein bisschen mehr klettern, aber dafür mehr Sicherheit, denke ich. Von hinten also, aha. Dorsal. Mhm. Ja, wenn die Kirche einen Rücken hat, ja. Dann sollte sie sich nicht nach dem Pferd bücken. Im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Amen. Ich finde das auch super, wie der faule Scharfschütze mit dem Auto kam und trotzdem nicht deutlich schneller ist als wir. Das zeigt doch nur, wie gut ihr in Form ihr seid. Ja. Oh nein. Wir sind hier irgendwo mal gut reingekommen. Sag bloß, du kommst doch nicht mehr raus. Hatten wir das nicht schon mal? Ach, jetzt. Das ist alles rutschiger Stein. Kommt man dann von hinten gut rein hier? Aber es muss klappen. Es hat schon mal geklappt. Also die Predigt, die er hält, ist aber auch nicht so. Ich glaube, das hier ist ein gutes Fleckchen, wo ich bin. Oh ja, das kommt mir auch sehr bekannt vor. Drohne fliegt. Ich glaube, wir müssen in die Kirche, ja, oder? Wir sind hinter uns. Ja, wir müssen... Hier kommt man irgendwie nicht hoch. Doch, da kommt man hoch. Lass mich einmal kurz gucken, wo wir rein müssen. Das sieht echt übel aus. Sieh ein zweites Ziel. Vermutlich in die Kirche rein, oder? Ja, wir müssen oben rein. Übers Gerüst kommen wir gut rein. Nicht über den Haupteingang. Nee, ich glaube, das wäre ein bisschen auffällig. Nehmen wir mal, die Projektionstechnik steht oben am obersten Ja, nicht an ganz oberster. Ihr seht vor, also da ist so ein kleiner Vorbau, so ein Gang vor der Kirche quasi von, also vor dem Gerüst von uns. Mhm. Ja. Ungefähr auf der Höhe von dem Dach, da ist ein Eingang in die Kirche. Da müssen wir rein. Und okay. Da ist halt das Gerüst unten, da kommen wir gut hin. Habt ihr alle heute Morgen gebetet? Die Eins ist auf dem Dach als Sniper. Achtung, direkt links neben uns sind welche. Also einer. Im Hof. Ich weiß nicht, ob der alleine ist. Overwatch, könntest du das kurz checken? Seid ihr da auf dem Dach? Einer. Er ist erledigt. Ich hab nicht gemerkt, dass ihr schon so weit vorgerückt seid. Ja, genau, die Eins ist die alleine. Ja. Ist nicht mehr relevant. Ich das sehen kann, ja. Ja, was oder ist mit zwei? Eins ausschalten? Ja, lieber. Aber das hat er nicht gemerkt. Achtung, die Zwei ist aufmerksam geworden. Wenn die zu euch kommt, müsst ihr ihn erschießen. Der ist auch eigentlich alleine. Also es könnte gut klappen. Der bewegt sich ganz am Rand lang. Ja, ich sehe es. Sehr gut. Achtung, da ist noch einer. Der hat, glaube ich, die Schüsse gehört. Kann nicht sein. Schalter wurde nur einen Schuss abgegeben. Aber er guckt irgendwie. Ja, aber so, es reicht, wenn die Kugel irgendwo abprallt. So. Und halt der Luftknall allgemein. Ah, hier ist ein Seiteneingang. Ja. Kommen wir jetzt doch hoch auf das Gerüst. Also, wenn ihr in den... Ihr steht vor der Tür. Ja, wir haben hier einen Aufgang. Ich bin im besagten Seiteneingang. Seht ihr meine Drohne?
Ja. Negativ. Okay, folgt. Dann folgt den anderen beiden. Wanda. Ich sehe auch diese nicht. Ah, da, doch, da, da, ja, 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 da, da, da. Mhm. Ach so, okay. Ich war einfach nur bei der nächsten Tür, okay. Gut. Und hier. Da habt ihr den Aufgang. Ich guck nochmal auf dem Gerüst. Wartet, ihr geht zu hoch. Da müsst ihr abbiegen. Hier auf meiner Höhe? Ja. Okay. Wartet, bevor ihr weitergeht. Muss einmal gucken, ob... Ah ja, da sehe ich den Tontechniker. Das ist die 2, ja. Ja, anscheinend. Ja, der Tontechniker ist alleine. Okay. Wenn ihr ihn ausschaltet, könnt ihr an seine Konsole. Okay. Puh. Enno, ich hab die Sicht auf den Papst. Nach dem Video müssen wir uns beeilen, sonst wird die Menge zum Problem. Okay. Datei hochgeladen. Fertig machen. Gleich geht's rund. Oh mein Gott. Jetzt dürfen wir von unten noch was erwarten. Mhm. Oh ja. Und wahrscheinlich auch vom Seiteneingang. Von deinem Eingang. Ja. Wir müssen ihn... Oh. Meine Drohne steht unter Beschuss. Draußen ist direkt einer. Der steht mit dem Rücken. Nicht mehr. Ziel eliminiert. Wir müssen den Typen erwischen. Den Kardinal. Okay. Schon, oder ich sehe hier, einen Papst. Da ist noch einer. Ich weiß nicht welcher. Die sehen alle gleich aus. Den Papst müssen wir uns schnappen. Ja, aber ich weiß nicht welcher. Sie sehen alle gleich aus. Meine ist Waffe ist verschwunden. Unten bei der Straße. Ich habe nur noch einen Schalldämpfer in der Hand. Er ist mit einem Auto. Scheiße. Er fährt weg. Oh, scheiße. Scheiße. In welche Richtung? Wir können ihn immer noch einholen, genau. Das ist gar keine Chance. Aus den Kirchen... Ist das der in dem Sportwagen? Ja. Okay. Ich setze mich an seinen Arsch. Okay. Hier ist... Der Sportwagen steht... Außen ist alles so weit sauber. Oh Mann. Wann war es erwischt worden? Reaper ist glaube ich auch erwischt worden. Enno, wo bist du? Ja, noch Beschuss am Eingang. Mist. Ich finde dich leider nicht. Ich bin am Eingang der Kirche. Okay. Ja, er ist schon sehr weit weg. Das werden wir nicht mehr schaffen. Nee, das schaffen wir nicht. Und ich stehe unter Beschuss. Ich kriege keine Deckung. Hm. Also muss einer am Eingang warten, falls das so schief geht. Ja, das mache ich dann am besten. Aber der ist mit einem Sportwagen geflohen. Ja. Okay, das ist blöd, weil das sind mehrere Sportwagen. Ich weiß nicht, können wir vielleicht den Eingang vermieten? Ich weiß nicht, müssen wir ihn töten oder einfach nur entführen? Stimmt, wir müssen ihn, glaube ich, nur entführen. Auf diesem Stick ist der Videobeweis, dass das Kartell Kinder schmuggelt. Kardinal töten. Wir senden das Zeug, wenn LKW... Nee, oh mein Gott, guckt euch den Parkplatz an. Und entweder er kommt mit oder er wird aufgeknüpft. Das ist ja voll. Ja, ein paar schöne Autos. Okay, ich setze mich da irgendwo ab, dass ich den verfolgen kann, falls irgendwas passiert. Neuer Plan. Wir machen schon ein paar Leute unterwegs weg. Also wir gehen von dieser Seite ran. Oh, da ist einer. Von unserer Seite jetzt hier, oder was? Der ist Geschichte. Ja, von unserer Seite aus. Hier ist so ein Gerüst. Da können wir hoch. Wie ist das mit dem Fahrzeug? Oder? Okay. Bisschen gesehen worden. Also wieder die alte Taktik hinten rumschleichen. Ich glaube, nee, ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir schon mal. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass die alte und dann einer fängt ab. Gut ist. Ja, oder so. Ist allerdings schlecht, dann gehe ich vorne hin und warte da, weil wenn der Sunny vorne wartet und einer von uns fällt um, ist es schlecht. Ich komme
Ich kann ja mal gucken, ob ich mit der Drohne so weit komme. Es sollte eigentlich klappen. Wir senden das Zeug, wenn El Cardenal seine Rede. Oder ich warte shit. Vorne. Oder das. Also meine Drohne reicht bis dahin. Mit, oder ihr wisst ja auch jetzt, wo es lang geht. Ich hab die volle Reichweite, ich guck mal. Setze Drohne ab. Ziel Nummer 2. Sehr eingeschätzt, Drohne. Ich komme von hier bis über die Springbrunnen vor der Kirche. Abschuss bestätigt. Ich habe noch einen Tango. Drittes Ziel da. Ich habe einen dritten Tango. Der Wagen hat einen Alarm. Ja, sehe einen unten auf dem Parkplatz. Da läuft zwischen den Fahrzeugen entlang. Kurz eine andere Idee. Zwischen uns, wo wir jetzt stehen, und der Mauer. Mhm. Da ein bisschen nach rechts, da wo quasi der Abhang anfängt. Wenn ich mich da positioniere, dann kann ich euch mit der Drohne helfen. Ja. Und der fährt auf der Straße hinter mir lang mit dem Auto, wenn er abhauen will. Dann kann ich ihn da mit dem EMP ausschalten. Mhm. Wie wäre das? Was ist, wenn er dann flüchtet? Zu Fuß. Ja, EMP. Wenn er zu Fuß flüchtet, dann laufe ich ihm hinterher. Er wird keine Waffe haben, er ist ein Kardinal. Okay. Ja, sag das mal beim Sander Blank, ja. Kardinal. Ist immer schwierig, aber ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Zumindest, wenn ihr da zu dritt reingeht. Ich fahre. Okay. Nix. Ich dachte nur gerade, das Auto ist ein bisschen interessant von der Wahl her. Okay, ich stell mich einmal kurz hier hin und guck, wie das mit der Drohne funktioniert. Okay, die Straße erwische ich sehr gut mit der Drohne. Wie sieht's da drin aus? Okay, ich komme nicht ganz so weit, aber das reicht eigentlich von der Drohne. Denke ich. Hier war das doch irgendwo, oder? Achtung, ich glaube, der Typ ist neu. Der ist mir zumindest vorher nie aufgefallen mit dem Fernglas. Ich bin oben. Ebenfalls. Ja, bin hinter euch. Achtung, die 1 patrouilliert da irgendwo lang. 1 alleine. 1 ist alleine, kann ausgeschaltet werden. Okay, hab ihn noch nicht im Visier. Folge dem Scharfschützen. Schon tot. Okay. Mann, lass mir doch mal nicht. Ja, nö. Spaß in dem. Ist kein Spaß, darfst du nicht haben. Wir töten Leute, das ist, glaube ich, allgemein kein Spaß. Nicht? Ich heile dich. Hast du nicht als Kind mit dem Vergrößerungsglas am meisten totgebrannt? Mir wurde eine gesunde Psyche als Kind diagnostiziert. Oh mein Gott. Das glaubt ihr keiner. Den lassen wir mal in Ruhe, wann war. Ja, aber der ist richtig. Achtung mit der 3. Der ist ziemlich weit drüben bei euch. Lasst uns mal vielleicht hier hinten über das Gerüst gehen. Okay. Ist 3 alleine? Negativ. Also okay. Lasst ihn da einfach mal abhauen. Ja, mache ich. Geht auf das Gerüst. Irgendeiner ist da einen anderen Weg gegangen, aber okay. Ich folge Reaper. Ich bin vor allem den schnelleren Weg gegangen. Ich sehe den Tontechniker. Ich nehme an, es wieder allein. Tontechniker müsste allein sein, ja. Er ist ausgeschalten. In Position. Position. Moment, okay. Ich möchte hier eine bessere Position haben. Moment. Ja, ich bin auch in Position, falls hier jemand rauskommt. Okay, alle bereit? Dann. Stopp! Halt! Oh, zu spät!
Wir verfolgen. Genau, in dem Moment habe ich das Ding. Okay, alles gut, alles gut, okay. Was ist das? Ich glaube, ich kenne das Mädchen. Ich kenne das Mädchen. Das geht nicht. Schnappt ihn euch, bevor die Menge es tut. Flieht er schon? Wow, ich werde hier. Noch. Noch ist keiner aus der Kirche raus. Ist einer auf dem Gerüst? Ja. Ich habe erstmal Enno zurückgeholt, der lag beim nächsten. Ich weiß nicht, wo Wanda liegt. Ja, ich unter dir. Irgendwo. Unter uns, vorm Gerüst. Ich geh runter, ich hol ihn. Ach dann. Ja, ich hab ihn. Komm. Oh, danke. Wo ist der Papst denn? Kein Problem. Wow, da ist einer. Ja, ist anscheinend schon. Oh ne, das ist was anderes. Der ist anscheinend schon. Ja, der läuft da bei den Wasserbecken. Beim zweiten ist er gerade. Ich glaube, ich habe das Auto von dem gut perforiert. Der durfte nicht mal wegkommen. Er ist auf dem Weg zu Fuß zum Parkplatz, wo die Autos stehen. Ich schnapp mir mal einen der Lamborghinis, die da stehen. Dann gebe ich dir mal. Aber danke. Soweit es geht, Vorschutz. Wow, und wo denn jetzt noch? Von der Seite. Bist du auf dem Gebäude? Ich glaube, ich hab ihn. Hier steht der Papst. Oh, wo ist er da hin? Scheiße. Der Papst ist verschwunden bei mir. Er ist in ein Auto eingestiegen. Komm rein, Enno. Okay. Gib Kit, Alter. Ich kann meine Drohne nicht benutzen. Hier, da rechts der Van. Fuck. Wie, der Van? Nicht töten, ne? Nein, hab ich nicht vor. Na los. Okay, Vater. Ich hab ihn hier. Du bist jetzt mal ganz ruhig. Hier explodieren gleich die ganzen Autos. Stell unter Beschuss, hier ist ein feindliches Fahrzeug. Bring den raus. Hier, ab zum Auto. Hopp, hopp, wir sind hier in der zu dritt gerade. Bitte tötet mich nicht, im Namen des Herrn. Lassen Sie den Herrn aus dem Spiel, Kardinal. Es ist aus. Wenn Sie heil hier raus wollen, sind wir Ihre einzige Option. Verstanden? Tango getroffen. Nein. Rein. Okay, oder so. Okay, dann bin ich Feuerschutz. Steffen liegt auch irgendwo rum, ich muss nur noch suchen. Ja, hier irgendwo habe ich so diese grünen elektromagnetischen Strahlung gesehen. Such am besten den Eingangsbereich von dem Gelände ab. Enno, du bist noch bei mir, oder? Ja, ich bin bei dir. Okay, kannst du mal kurz die Karte, die in deinem Handschuh von uns rausholen und gucken, wo wir hinfahren müssen? Ja, erstmal der Straße weiter folgen. Okay. Nach der nächsten Kurve kommt die Hauptstraße dort auf links lang. Okay. Erstmal. Dann ist ein Stück geradeaus. Ja. Ich glaube, der Papst ist da aber gerade bei hinter uns bei den Gedanken bei den Kindern. Also, er redet nicht mehr so viel. Hier sind Straßensperren. Alter. Ja, ja gut, die sind jetzt nicht so effektiv. Dass die sich nicht wundern. Okay. Gut. Ich meine, wir haben hier ein Santa Blanca-Fahrzeug, glaube ich, oder? Mhm, stimmt auch wieder. Was zur Hölle? Ja, war besoffen. Ich glaube, jetzt bemerken die uns. Okay. Scheiße, das ist hier aber ziemlich. Ja. Der warte, Reifen. Warte. Rechts, ja, genau dort. Okay. Ich glaube, Kartenführung ist wichtiger. Nochmal rechts. Nochmal rechts? Okay. Genau, der Straße folgen. Oh, gleich kommt eine fiese Kurve, Leute. Der Beziehung. Oh. Ja, Serpentinen sind schon so. Abgehängt. Steh auf, wir haben noch einen Gegner hier. Danke. Und jetzt auf den Schotterweg. Okay. Hier? Oh. Ja, links. Gut. Einfach geradeaus. Nur noch geradeaus. Okay, links. Okay. Puh. Oh, wir haben Leute mitgenommen. Mist, das Auto brennt. Irgend anderes? Nehmen wir uns ein anderes hier. Stehen noch. Die sind noch nicht in Sichtweite, unsere Verfolger. Hier ist eins. Und dort vorne ist auch schon das Versteck. Ich glaube auch eins. Ja, ich sehe es, glaube ich. Ja. Hashtag einfach schnell. Okay.
Oh, Enno. High five, das haben wir gut gemacht. Ja. Reaper Navo, geht's euch gut? Was bist du? Ja. Okay. Könnt ihr uns den Weg sagen? Ja, ich habe euch. Geradeaus. Geh loco, diese Rede von Katari und so. Svenjo steht jetzt wie ein Volltrottel da. Das Problem ist, unterwegs sind einige Straßensperren gewesen. Mal sehen, was seine Heiligkeit Bowman zu sagen hat. So. Oh, Scheiße! Hier sind Leute. Oh, verdammt. Verteidigt euch. Ich kann Enno jetzt gerade nicht wiederbeleben, weil das ist. Ja, ich. Obwohl ich eigentlich. Ich habe hier Schutz von den Rebellen. Ich rufe mal noch ein paar weitere Freunde an. Danke, ja. Ich habe Akatari um Verstärkung gebeten. So. Vorsicht, auf der Höhe hatten wir etwa die Straßensperren gehabt. Hey, sind doch noch ein paar. Alles klar, Kumpa. Jemand kommt zu der Position. Ja, ja. Mein Auto zieht ein bisschen nach rechts, aber sonst. Wir dürfen jetzt hier echt nicht scheitern. Ihr sagt uns, wenn irgendwo eine Abzweigung ist? Ja, ihr müsst ihr aufpassen. Ja, hier wird noch geschossen. Jetzt gleich nach rechts. Nächste Kreuzung rechts. Nochmal die nächste rechts. Ich glaube, mein PDA hat ein kleines Problem. Irgendwie wird mir Reapers Positionsanzeige ein paar Meter vor eurem Fahrzeug angezeigt. Wir haben zwei Fahrzeuge. Also deshalb. Enno? Okay. Geh mal von meinem Heck weg. Ich muss hier in dich ins Eck umgehen. Hinter dem blauen Fahrzeug ist ein Gegner. War einer. Okay. Okay. Jetzt rechts auf den Schotterweg. Reaper. Und jetzt einfach nur noch gerade durch. Ich glaube, ich habe den den blauen Transporter oder irgendwie sowas. Ich fahre einen schwarzen Kombi. Ah ja, dann sehe ich euch, glaube ich. Ich fahre einen blauen. Ah, okay. Ja, sehen wir euch. Was ist das für ein weißer Kreis, der hier steht? Oder liegt? Oder wie auch immer. Ich glaube, es ist der Heiligenschein. Aufpassen, es kann sein, dass. Ich glaube, unser Commander ist in einem Funkloch verschwunden. Ja. Hauptsache die Missions. Wer hatte anmoderiert? Na, das war ich. Dann abonnieren. Ja, okay, dann hoffe ich, hat euch diese Folge wieder gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, lasst ein Like-Code und ein Abo da und bis später. Ciao. Tschüss.